Okay. Wo ist jetzt meine Latte? Oh! Da ist sie ja. Hallo, meine kleinen Zimtsternchen, da bin ich wieder und ein dickes Knubu an euch. Ich sag's euch, Übung macht den Meister. Jede neue Latte schmeckt einfach besser. Könnt den ganzen Tag nur Latte schlürfen. Wenn's jetzt Sommer wird, dann kannst du das aber vergessen. Da gibt's eine Eislatte. Also das 1000 Abonnenten-Special kam ja gut an. Und keine Sorge, zwischen Marvin und mir ist nichts gelaufen außer einem Blowjob. Nein. Und wenn, dann würde ich es euch nicht sagen. Aber nach dem 1000 Abonnenten-Special ist vor dem 2000 Abonnenten-Special. Und da habe ich mir wieder was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar fragt ihr doch immer, ob ich mal wieder ein neues FAQ machen kann. Und ich dachte mir so, naja, 2000, das ist ja schon wieder bald. Es kommt schneller, als man denkt, Leute. Und da dachte ich mir, dass ihr für das 2000 FAQ-Abonnenten-Special unter diesem Video eure Fragen stellen dürft. Aber schaut euch bitte die vorigen FAQs an. Ich möchte keine Fragen hören, die ich schon beantwortet habe. Also alle Fragen, die unter diesem Video sind, beantworte ich im 2000 Abonnenten-Special FAQ von Dieter Perkowski. Und heute mache ich mal was ganz Ausgefallenes, was ja sonst noch niemand gemacht hat. Ich kommentiere Kommentare. Kann es sein, dass du schwul bist? Hallo? Na, da ist aber ein Sherlock Holmes unterwegs. Du bist so geil, mein Arsch brennt, wenn ich dich sehe. Hashtag Knubu. Na, da war aber einer bei Mexikaner am Vortag, oder? Geil, hab jetzt eine Latte. Aha, ich auch. Liest du meinen Kommentar? Ja! Wie hast du alles in die kleine Tasche reinbekommen? Also einer meiner Ex-Freunde war Lagerist und der hat mir da einiges beigebracht. Hör bitte auf mit YouTube. Lass mich ganz kurz überlegen. Nein. No. Yet. Er hat nicht ernsthaft gesagt, Adam und Adam, das heißt Adam und Eva, du Swuchtel. Das heißt nicht Swuchtel, das heißt Schwuchtel. Wohl im Deutschunterricht wieder geschlafen, ha? Huh? Ich habe nichts gegen Schule, aber dümmer geht es nicht. Entschuldigung. Lies mal nochmal deinen Kommentar durch und dann weißt du, es geht dümmer. Ach, Dieterchen, nach deinen Videos habe ich immer so eine feuchte Beule in meinem Tanga. Knubu, mein Schatz. Oh mein Gott! Ich mache keine Vorsätze, du bist übrigens gay. Hör auf, danke, dass ich dich habe, ich hätte es ja nicht gemerkt. Wenn ich das sehe, muss ich echt aufpassen, dass ich nicht schwul werde. Zu spät. 7 Tage nachdem du dieses YouTube-Video gesehen hast, wirst du schwul sein und da führt kein Weg dran vorbei. Mir wächst gerade eine Vagina. Das ist zu schwul. Ich verstehe zwar nicht, was Vaginas mit schwul zu tun haben, aber... Willkommen, Schwester! Oh, das war's ja schon. Es war nämlich so ein Test und ich wollte mal wissen, ob es euch gefallen hat und ob ihr in Zukunft vielleicht nochmal sowas mögt. Also ich habe ja so richtig Spaß dabei. Übrigens, wenn ihr wollt, ein Freund von mir, der Marc, Knubu Marc... Der hat jedenfalls einen neuen YouTube-Kanal. No Homo. Tipps, Tricks und ganz viel Spaß. Zum Beispiel Homo-Tipps. Also wenn ihr euch mal aufklären lassen wollt, der Marc macht sowas gerne. Also meine kleinen Zimtsternchen, das war's mal wieder. Vergesst nicht, Fragen für das 2000 Abonnenten-Special zu stellen. Nur unter diesem Video, okay? Und ich hoffe, ihr habt jetzt eure Latten leer. Und bis zu unserem nächsten Date mit einer neuen Latte. Knubu.